Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich mal etwas zu dem Thema Risikopatient, Risikogruppe in Bezug auf Corona sagen, beziehungsweise bei mir ist es eher in Bezug auf Corona-Maßnahmen. Ich höre immer nur Risikopatienten, wir müssen die Risikogruppe schützen, darum machen wir die ganzen Maßnahmen und da muss sich die Allgemeinheit mal zurücknehmen und da muss man mal verzichten und da müssen halt Existenzen bei draufgehen, lieber als Menschenleben. Ja gut, könnte man jetzt sagen, das ist so ein schlagendes Argument, dass man da nicht gegen ankommt, ohne dass man als Unmensch, als asozial, als egoistisch oder was weiß ich betitelt wird. Passiert oft genug. Wenn man damit kommt, dass diese Maßnahmen aber auch ihre Opfer fordern, dann kommt, ja, aber sollen Menschen sterben? Oder Gesundheit ist wichtig. Ja, das stimmt. Gesundheit ist wichtig. Natürlich ist Gesundheit wichtig. Aber jetzt fragen wir doch mal, was ist denn Gesundheit? Ist denn gesund jetzt heute nur noch, dass man kein Corona hat? Und was ist mit den Folgen für die Gesundheit, die diese scheiß, wirklich mittlerweile übertriebenen, unsinnigen, undurchsichtigen, unlogischen Maßnahmen haben? Was ist damit? Und da kommen wir nämlich zu diesem bescheuerten Ausdruck, den ich auch schon nicht mehr hören kann, Risikogruppe oder Risikopatient. Ich bin auch Risikopatient. Und wisst ihr warum? Weil ich seit 2007 unter Depressionen leide. Das ist ja hier bekannt. Ich habe da ja auch sehr offen, gehe ich da ja auch mit um und habe da ja auch schon mal im einen oder anderen Video was erwähnt. Ich habe auch einmal einen Suizidversuch hinter mir, mehr oder minder in dem Sinne, hatte einige Tabletten schon geschluckt und Abschiedsbriefe waren geschrieben. So, es ist jetzt aber auch egal, nur so kurz zur Erklärung. Also seit 2007 leide ich darunter, war jetzt auch zweimal wieder in Behandlung, 2017 ganz arg. Und diese Behandlung hat mir aber dann eher im Zusammenhang mit den verschriebenen Psychopharmakern eben diesen Versuch eingebracht. Und seitdem habe ich meine eigenen Wege gefunden, die mir auch super gut geholfen haben. Und wo ich jetzt auch 2,5 Jahre super mit klarkam. Aber ich bin halt in dem Sinne Risikopatient, weil eine Depression wird nie verschwinden. Es kann immer wieder kommen, es kann immer wieder Auslöser kommen. Ja, und da sind wir jetzt bei dem Zusammenhang zu diesen Irrsinnsmaßnahmen. Die Regierung schränkt uns seit Monaten ein. Seit Monaten wird einem, selbst wenn es nicht komplett verboten ist, weil es vielleicht auch nicht zu verbieten ist, noch zum Beispiel in den Privathaushalten, auch wenn man es gerne immer so darstellt und so, aber es wird gepredigt. Meidet die Kontakte, lasst die Besuche sein, geht nicht in Urlaub. So, und was man verbieten kann, das verbietet man dann auch noch. Dann macht man Sperrstunden, dann darf man sich draußen nur mit so und so vielen Leuten treffen. Na, wenn ich, also es gab ja Zeiten, wenn ich da, die ja jetzt auch wiederkommen. Ab Montag dürfen wir ja nicht mehr mit mehr als 2 Haushalten zusammen raus. Das heißt, ein Stadtbummel mit meiner Mama und meiner Tante zusammen, wie ich es gerne mal mache, ist dann schon verboten. Das heißt, ich bin quasi kriminell. Ich könnte ja jemanden ermorden mit meinem Virus. Oder was? Wisst ihr, ticken die noch sauber? Auf der Arbeit ist man auch mit mehr als 2 Haushalten. Und was macht das für einen Unterschied, wenn ich dann sage, okay, dann gehe ich morgens mit meiner Mama in den Staat und danach fahre ich zu meiner Tante, die besuchen, habe ich die auch gesehen und kann die anstecken. So, das sind solche Irrsinnssachen, die mich einfach seelisch belasten und nicht nur mich. Ich lese ja viel quer und ich bin auch entsprechend mit anderen Leuten in Kontakt, die auch schon lange diesen Weg hat. Man kennt ja dann so einige Leute, man hat sich ja früher auch schon in Hilfsgruppen und so weiter ausgetauscht. Und da kriege ich das ja mit, dass es nicht nur mir so geht. Und mittlerweile ist es ja auch so, selbst psychisch gesunde Leute, die überhaupt keine Vorerkrankungen oder keine Berührungspunkte mit sowas wie Depressionen oder so hatten, kommen an ihre Grenzen. So, und wie gesagt, diejenigen, die eh schon damit vorbelastet sind, die unter Depressionen leiden, die schnell einen Burnout kriegen oder schon mal wegen Burnout in Behandlung waren oder was. Die sind Risikopatient in Sachen Maßnahmen. Wenn diese Maßnahmen weiter bestehen, dann besteht für diese Leute ein erhöhtes Risiko, dass sie doch in den Suizid, im Suizid enden. Egal, ob man in Behandlung ist, egal, ob man sich selber darum kümmert, ob man jetzt alternative Formen nutzt, ob man die herkömmliche hier in Psychiatrie oder im Psychologen oder sowas nutzt, die Gefahr bleibt immer bestehen. Es haben sich ja auch schon viele Leute trotz Therapie umgebracht. So. Und das ist eine Sache, die sieht die Regierung nicht und die interessiert auch keinen. Es interessiert keinen, wenn man in irgendeiner Form darauf aufmerksam macht. Ne, selbst wenn man dabei schreibt, pass auf, psychologisch dies und das macht es mit mir und ich bin vorbelastet. Bei mir sind Depressionen diagnostiziert worden und ich war deswegen auch schon in Behandlung. Dann kommen lapidare Sprüche wie, stellt euch nicht so an, man muss auch mal verzichten können, Luxusprobleme, dann sucht ihr einen Therapeuten, dann dies, jenes, welches.
So, und das sind die größten Heuchler. Das sind nämlich die, die sagen, fahrt mal zurück, es geht um Menschenleben, es ist doch wichtig, andere zu schützen, die gefährdet sind, die besonders gefährdet sind. Ja, und wer schützt mich, beziehungsweise unser eins? Und das ist ja nicht nur in Sachen Depressionen so. Es wird immer gesagt, ja, und Herzkranke und so schlimm wegen Corona. Ja, aber glaubt ihr denn, dass der Stress besser ist? Oder was glaubt ihr, was macht das mit der Gesundheit, mit der Seele von einem Kind, wenn den Kindern gesagt wird, oh, geh nicht Oma und Opa umarmen. Da könntest du denen das Virus geben und dann sterben die und dann, na, so nach dem Motto, dann bist du schuld. Sag mal, Leute, was soll denn das? Was soll das? Das hat man dir doch früher auch nicht gesagt. Und ältere Menschen können auch schneller an der Grippe sterben oder an was anderem. Na, ich bin wahrlich niemand und das regt mich zum Beispiel auch immer auf. Das kotzt mich an, wenn dann heißt, ja, du Corona-Leugner, ihr Corona-Leugner, ja, du Hutträger. Ich habe noch nie Corona geleugnet und ich werde es auch nicht leugnen, weil warum? Es ist ja Fakt, es ist ein Virus. Es ist auch ein Virus, was sehr gefährlich werden kann und wo Menschen dran sterben. Punkt aus. Das braucht keiner zu leugnen. Wer das leugnet, ja, das sind Vereinzelte vielleicht, die wirklich irgendwo in einer ganz anderen Welt leben oder sich da was zusammen fantasieren. So, aber die Masse der Leute, die jetzt langsam immer, zum Glück, immer lauter werden, das sind Leute, die sagen, ja, natürlich gibt es das Virus und ja, dummerweise endet es auch für Leute tödlich, was schlimm ist, keine Frage. Und immer wieder werde ich gefragt, ja, willst du krank werden? Willst du an Corona sterben? Nee, natürlich nicht. Nee, niemand möchte das. Aber ich möchte auch nicht an Krebs sterben. Ich möchte nicht irgendwann doch einen Suizid begehen, was ich gar nicht so wirklich mitkriege in dem Moment. Denn ich sage euch eins, man bekommt es nicht mit. Ich wusste das vorher auch nie. Es wird ja auch immer oft geurteilt über Leute, die sich vor den Zug schmeißen oder so. Es ist jedes Jahr das Gleiche, wenn der Todestag von Robert Enke ist. Da kommen die aus den Löchern. Oh, wird gedenkt ihr dem? So ein Arsch. Warum bringt er sich nicht? Warum nimmt er nicht Tabletten? Warum zieht der andere mit rein? So, und ich kann euch sagen, warum. Weil ihr in dem Moment, wo ihr das macht, ihr merkt gar nicht, dass ihr das selber wart. Bei mir war es so, ich habe oben im Schlafzimmer gelegen, ich habe mich eingesperrt, mein Mann war nicht da. So. Ich habe mich da oben eingeschlossen, ich hatte meine Tabletten dort liegen und ich habe mir Stift und Papier genommen. Ich habe einen Abschiedsbrief an meine Eltern und an meinen Mann einzeln geschrieben. Und dann habe ich die ersten 4 Tabletten mir eingeworfen, die nächsten in der Hand und war wie in Trance so gesehen. Und dann kam mein Mann und der merkte, dass irgendwas nicht war. Der hat an die Tür gepoltert, der, ne, gesagt, ich breche die Tür auf. Erst in dem Moment, wo es so laut wurde, wo es polterte, da war das so, als ob irgendwas schlimm gemacht hat. Und auf einmal war ich da und habe gesehen, was machst du hier? So, und am nächsten Morgen, ich habe mir die Briefe nochmal durchgelesen, weil die da einfach noch lagen und habe gesagt, das hast du doch nicht geschrieben, das warst doch nicht du, du willst doch nicht sterben, du willst doch leben. So, und das mal nur für alle euch Leute, die da draußen sitzen und so einen Scheiß erzählen, die aber von nichts eine Ahnung haben. Von nichts. Nein, sowas plant man in dem Sinne nicht unbedingt. Ja, es mag sein, dass es irgendwelche Leute geben, die das planen, Selbstmordattentäter oder von mir. Also, aber in der Regel, gerade jemand, der psychisch krank ist, der plant das in dem Sinne nicht. Und selbst wenn er es plant oder wenn es für die Außenstehenden geplant aussieht, weil da ein Abschiedsbrief liegt, weil irgendwas präpariert ist oder so. Nein, das ist man in dem Moment nicht selber, das ist gesteuert von der Krankheit. Und ich persönlich sage, ich bin absolute Risikogruppe, denn ich habe das schon einmal hinter mir. Ich habe nun mal Depressionen, die immer wieder ausbrechen können und da geht es vielen Leuten so. Und was ist dann, wenn diese Leute aufgrund dieser ganzen Sachen sterben? Das interessiert dann keine Sau, weil wir haben die Leute ja vor Corona geschützt. Sorry, aber jeder ist doch auch ein bisschen für sich selber verantwortlich. Natürlich auch ich. Ich muss zusehen, dass ich meine Mittelchen, die ich dafür nehme, dass ich das für mich so dosiere, dass ich gut klarkomme. Ich muss versuchen, mir selber wieder ein positives Mindset zu geben. Ich muss versuchen, die Situation bestmöglich anzunehmen, gar keine Frage. Das ist was, wo mir niemand helfen kann und wo ich auch alleine für verantwortlich bin. Das ist schon richtig, in Teilen. So, aber äußere Umstände sind nun mal da. Und so finde ich, geht es aber auch andersrum. Auch die Leute, die Risikopatienten in Sachen Corona sind, müssen für sich ihren Schutz treffen. Natürlich kann die Allgemeinheit dazu beitragen. Ich habe überhaupt keine Probleme damit, wenn man sagen würde, wir lassen die Abstandsregelung und die, meinetwegen auch noch die Maske, die ich absolut schlimm finde, meinetwegen auch noch die, wir lassen sie dort, wo jeder Mensch hin muss. So, Supermärkte oder was auch immer, Behörden,
Das heißt, wenn jemand, der gefährdet ist, dahin muss, dass der dann nicht von mir extra gefährdet wird, wobei ich das sowieso nicht mache. Ich habe kein Problem damit. Ich halte auch so den Abstand, außer vielleicht mal ganz kurz, dass ich ans Regal gehe und nehme mir einen Käse raus, wenn da trotzdem jemand steht. Das sind Sekunden. Und wenn man guckt, dass diese bescheuerte, hochgepriesene App auch erst nach 15 Minuten engeren Kontaktalarm geben würde, kann da ja so viel nicht passieren. Das ist dann so ein verschwindend kleines Risiko, dass derjenige neben mir eher im Lotto gewinnt, ein Sechser gewinnt, als dass ich ihn da, wenn ich Corona hätte, unbemerkt anstecke. So, und ich finde, das sind einfach so übertriebene Vorsichtsmaßnahmen. Wir können doch nicht alle noch so kleinen Risiken irgendwie ausschließen. Es ist von mir aus völlig in Ordnung, wenn man sagen würde, in Krankenhäuser oder so kommt man nur noch zum Beispiel durch so eine Schleuse. Das hätte ja jetzt der Streeck angeregt. Aber dem hört man ja auch nicht zu. Das interessiert ja auch keinen, dass der sagt, wir müssen da mal einen anderen Umgang mit lernen. Na, wenn man sowas macht. Aber stattdessen lässt man die Leute wieder in ihren Krankenhäusern versauern, lässt Kranke da und keiner darf zu Besuch kommen. Auch da sind schon wieder einige Krankenhäuser, die das so fabrizieren. Sag mal, spinnt ihr? Meint ihr, damit helft ihr den Leuten? Dann sterben die Leute eben an anderen Sachen. Vereinsamung, psychischen Problemen, Herzprobleme. Das ist ja alles, was dieser Dauerstress, wenn der Körper unter Dauerstress steht, weil er Existenzängste sind. Ich zum Beispiel habe ganz große Angst vor Quarantäne. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand dir sagt, so und jetzt bleibst du 14 Tage zu Hause, du gehst nicht vor die Haustür, du gehst nicht mal einkaufen, nichts. Da kriege ich Ängste, Beklemmung. Ich habe jeden Tag Angst. Mein Mann arbeitet halt in einer Firma, wo viele Leute sind. Er ist mit Kollegen zusammen, er muss zu Kunden. Ich habe jeden Tag Angst, dass er nach Hause kommt und sagt, so jetzt müssen wir erstmal beide in Quarantäne, weil ich bin Kontaktperson, beziehungsweise er ist Kontaktperson und ich werde dann mit oder irgendwie sowas. Das ist für mich der Horror und unter diesem Dauerstress steht man, weil einfach jeder Hans und Franz in Quarantäne kommt, wegen so einem scheiß PCR-Test, der gar nichts aussagt und. Klar, das kann doch niemand ernsthaft glauben, dass das gesund ist für den Körper. Oder die ganzen Eltern, die ständig bangen, oh, wie lange kann ich denn jetzt noch darauf hoffen, dass die Kinder in die Schule können? So, was ist denn, wenn wieder zugemacht wird, weil da mal einer positiv war oder so, oder weil hier im Landkreis 50 auf 100.000 positiv getestet sind, nicht krank, positiv getestet. Bei den ganzen fehlerhaften Testungen, was jetzt alle zum Vorschein kommt, da auch mit Bayern im Labor, Griechenland im Labor ist auch nicht besser, also weltweit scheint es da irgendwo Probleme zu geben. Bei den Griechenland war ja auch mal eben 12 Ergebnisse falsch von den Crewmitgliedern von TUI. Oder jetzt im Fußball. So ein Normalbürger wird nicht einfach so aus der Quarantäne entlassen, weil der nicht ständig nachgetestet wird. So, und was ist denn mit diesem Druck, den man da hat, wo die Eltern dann ständig auch bangen? Das sind auch alles Faktoren. Irgendwann gehen die auch bei einem gesunden Menschen auf die Psyche und auch auf den Körper. Aber das will keiner wissen. Die Existenzängste oder wenn hier massig Existenzen kaputt gehen, Geschäfte kaputt gehen, alles. Diese Leute bezahlen ja dann irgendwann auch keine Steuern mehr, sondern müssen von Hartz IV leben, weil nichts anderes da ist. Und wer soll das denn wieder finanzieren? Dann hat man einen riesen Rattenschwanz. Und das alles würde auch irgendwann mal auf Dauer auf das Gesundheitssystem gehen, das ja eh schon nicht das Beste ist, wofür man ja nie gesorgt hat. Und jetzt müssen wir es ausbaden, weil man Angst hat, dass bei 50 Leuten schon die Intensivbetten knapp werden. Aber dann die Leute aus Holland hierher holen und behandeln. Nicht, dass ich da was gegen hätte, um Gottes Willen. Wenn wir hier Betten frei haben und da ist gerade keins frei, dann soll man helfen. Aber dann kann ich doch nicht hier sagen, ja, unsere Betten werden auch schon wieder knapp oder oh, wir müssen aufpassen und jetzt müssen wir hier alles runterfahren, weil sind ja so viele, die im Krankenhaus liegen. Ja, das kann ich dann halt nicht machen, wenn ich selber hier scheinbar Angst kriege. Und das sind alles so Sachen, ne? Und deswegen, jeder von uns ist Risikopatient in Bezug auf die Maßnahmen, nur er merkt es nicht. Er weiß es nicht. Denn das alles führt einfach dazu, das ist nicht gesund. Und das sagen mittlerweile mehrere Experten. Da hat gestern ein Arzt, da hat der Herr Streeck, alle haben so, das waren so viele, die gestern gesagt haben, Leute, macht das nicht, was ihr jetzt schon wieder macht. Macht diesen Lockdown nicht. Er bringt nichts, außer dass er schwere Folgen nach sich zieht. Und was ist? Och, Frau Merkel stellt sich und sagt, nein, das ist aber notwendig und das ist verhältnismäßig. Und jeder Depp stimmt zu. Na, und wenn man dann sich irgendwo darüber aufricht oder auch sagt, Mensch, dann macht doch so oder so, oder nach Lösungen sucht, wie man die Risikogruppen besser schützen kann, aber die anderen Leute wieder ihr normales Leben leben, dann ist man gleich Egoist, dann ist man gleich Aluhutträger, dann leugnet man Corona. Man kann gar nicht mehr richtig diskutieren. Ich habe das Volk noch nie so gespalten erlebt. Selbst unter Freunden oder so passiert das und das ist doch nicht gesund, Leute. Also ich kann nur sagen, mir geht's seit den Corona-Maßnahmen scheiße, richtig scheiße. Zwar habe ich schöne Tage, ihr seht das ja auch, ich habe ja auch dann immer noch wieder tolle Videos oder wo man was Schönes macht, aber hier drinne, da ist trotzdem diese Leere, da ist die dauerhafte Angst, da ist das dauerhafte Trübsal.
dieses sich auf nichts mehr richtig freuen können, weil worauf denn auch? Du weißt ja nicht, ob nicht morgen schon wieder heißt, nö, macht ihr nicht mehr. Ne? Wenn man jetzt guckt irgendwie, wenn Leute hier, es hieß ja immer, macht Urlaub in Deutschland. So, die Leute, die jetzt für Deutschland den Urlaub gebucht haben, sind doch schon wieder am Arsch, weil nächste Woche kein Hotel die mehr aufnehmen darf, weil das jetzt auch schon wieder verboten ist. Da freust du dich vielleicht auf irgendwas und sagst, dann habe ich mal ein bisschen Abstand vom Alltag, von diesem ganzen Kram. Und dann wird dir das einfach wieder weggenommen. Oder wenn du irgendwo anders hin willst, dann brauchst du wieder einen PCR-Test. Dann sitzt der erstmal wieder zitternd da. Wir brauchen jetzt für den Urlaub ja schon wieder einen. Das ist die gleiche Scheiße. So, und diese ganzen Unsicherheiten und so. Und vor allen Dingen dieses kein Ende in Sicht. Und die willkürlichen Zahlen und das alles, es macht so wütend. Und wie gesagt, jeder ist irgendwo in dem Sinne Risikopatient, für die Maßnahmen. Nur das will noch keiner sehen. Das werden viele auch nicht merken. Und das interessiert leider auch keine Sau. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Und ich möchte jetzt was vorlesen, das habe ich heute Morgen auf Facebook gefunden von einer Yoga-Lehrerin. Und damit möchte ich dann dieses Video eigentlich auch schließen, weil ich die Worte total schön fand. Ich muss das eben suchen. Ich habe mir extra ein Screenshot davon gemacht, weil ich das wirklich auch toll fand. So, da hat sie zum einen erstmal den Satz geschrieben: Sind wir wirklich bereit, aus Angst, in Klammern vor was auch immer, so ein Leben in Kauf zu nehmen? Also sprich, dass man am besten keine Freunde mehr sieht, dass man, ne, alle sowas. So, und dann noch ein weiterer Absatz, der wichtig ist. Und als Yoga-Lehrerin gesprochen, einfach nur traurig. Ja, ich kann auch online unterrichten. Nur wie lange noch? Und ganz ehrlich, herzwärmend finde ich es nicht. Wir sind menschliche Wesen. Wir brauchen echte soziale Kontakte, Berührung, Umarmung und den direkten Austausch. In diesem Sinne, mehr Liebe und weniger Angst. Sterben werden wir sowieso, aber ein Dahinvegetieren, bis es soweit ist, war, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders oder, lieber Gott, für die, die dann wirklich gläubig sind, ist das halt auch noch die Frage. Und genau das sollte sich mal jeder als Frage stellen, wie lange ihr dieses Leben hier noch, ja, unterstützen möchtet, so, wie lange ihr das noch hinnehmen möchtet, nur aus Angst vor einem Virus, der natürlich für einige Menschen leider tödlich endet, wie Krebs, wie Depressionen, wie Herzkrankheiten, das auch können, wie eine normale Grippe das schon kann und für bestimmte Leute sogar eine normale Erkältung das sein kann. Oder wollen wir einfach sagen, Corona ist ein Risiko wie viele andere leider auch und das Leben ist nun mal endlich. Da werden wir alle nicht drumherum kommen, egal was wir machen. Aber wir wollen wieder leben, wir wollen wieder genießen, wollen wieder mit unseren Freunden ausgelassen mal auf einer Party feiern, Arm in Arm tanzen, friedlich in Urlaub fahren ohne die ganze Heckmeck vorweg, all das. Ich persönlich möchte das, weil ich weiß, wenn ich das jetzt noch länger nicht mehr alles kann, dann geh ich eh vor die Hunde. Dann ist es irgendwann nicht Corona, sondern dann werden es irgendwann die Depressionen sein, egal wie hart ich dagegen ankämpfe, weil irgendwann ist diese Kraft zu Ende und irgendwann ist der Körper auch am Ende. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das geht nicht. Und ich hoffe einfach nur, dass bevor das wirklich irgendwann eintrifft und ich diesen Kampf verliere, dass bis da, dass das nicht so weit kommt, sondern dass vorher wirklich irgendwann mal irgendjemand sagt, stopp jetzt. Wir haben jetzt mehrere Monate die Risikogruppe bezüglich Corona in den Vordergrund gestellt. Wir haben viele Existenzen geopfert. Wir haben vielleicht auch Freundschaften und so weiter geopfert, soziale Aspekte geopfert. Jetzt muss die Risikogruppe mal opfern. Wie auch immer. Nicht opfern im Sinne von, bevor es jetzt wieder jemand falsch versteht und das gleich böse wird, nicht opfern im Sinne von, dann müssen die halt krepieren, sondern im Sinne, dann müssen die halt ihren Schutz mehr in die eigene Hand nehmen und müssen andere aber trotzdem wieder leben lassen, weil dann wäre es langsam mal gerecht, dass man mal ein Gleichgewicht wiederherstellt. In diesem Sinne, falls es da jetzt irgendwie viel Shitstorm gibt, dann ist das halt so, aber das musste mal raus und vielleicht überlegt sich der ein oder andere mal, ob er nicht selber dann irgendwann auch mal davon mehr betroffen wird, weil die Panik vor Corona größer ist als das, was Corona letztendlich für die Mehrheit wirklich anrichten könnte. Ja, dann sage ich in diesem Sinne mal das, was als Floskel im Moment jederzeit gesagt wird, was aber vorher nie interessiert hat. Ich meine es aber nicht nur in Bezug auf Corona. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Das wird dann auch wieder etwas fröhlicher. Da soll es dann darum gehen, dass ich ein Artisanenbrot gebacken habe, sprich das Brot, was es bei TUI, mein Schiff, immer gibt.